Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Heute werde ich mal fleißig Haus verkaufen. Und was machst du? Ich fahre doch immer Schweine. Wer fährt Schweine? Okay. Die großen, kleinen Schweine. Die dicken Runden. Und ich versuche mal auf die Straße zu kommen. Da hier unsere KI-Fahrzeuge so nett sind und ein kräftig rammen. Da fliegt man gleich ein paar Meter weiter. Ah, der Nette mit den... Fahren die schneller als 30? Die fahren schneller wie 30, ja. Ich glaube 60 oder so. Normal fahren die immer 30, oder? Ja, hier nicht. Hier fahren sie 60. Ja, wenn du es hinten hochfährst, ist besser. Ja. Das ist schneller so. Weil die Idioten fahren die halten ja auch nicht an, ne? Die bleiben ja einfach noch so, ne? Oh, grad so. Ich hab gerade gekippelt. Ich hab beinahe umgefallen. Wenn es so kommt, müssen wir dann den Traktor irgendwie aufrichten. Ja. Hast du schon mal gesehen, wie das Spiel als, als Spielspiel, als Rollenspiel. Da die einfach zum Händler was kaufen, dann musst du dem Händler gehen und kaufen lassen. So, ich habe 45.000 verdient. 45? Jo. Nur einen Balken oben liegen lassen. Bitte mal. 186, nächsten Baumstamm. War ein kleiner Spitzer. Das Sägewerk hat nur die Funktion als Verkaufsstelle. Wenn du mal irgendwie ein Sägewerk bauen willst, haben wir drinnen. Da kommt noch Erweiterung mit zu. Aber das ist aktuell noch ein Baum. Also das Sägewerk, wo es Paletten herstellen kannst. Genau. Mit der Verkaufsstelle, wo du verkaufen kannst. So, muss ich mal schauen. Oh. Kühe kaufen, ja. Ich wollte erst warten, bis Gras wächst, ne? Muss ich viel investieren hier, oh, viel Geld. Ich war ja schon Multimillionär. Ah, da kommen wir wieder hin, ne? Jetzt fangst du ganz von vorne wieder an. Naja, ganz... Ja, doch, ja, aber... Macht auch Spaß. Grunde ist ja nie immer gleich, ne? Ist immer ein neues, ne? Also ich brauche mir jetzt noch keinen Milchwagen kaufen, wenn man so. Keinen Milchwagen? Ja, weil das dauert ja ungefähr ein Jahr. Also bis zum Frühjahr werde ich keine Kälber kriegen. Aber mal sehen. Ich muss mir immer Kühe kaufen. Oder kaufe ich immer Futter im Stall. Lager. Naja, wenn ich jetzt ein paar Balken verkaufe, paar Holzstämme, dann werde ich ja bald wieder 1 Million haben. Stall habe ich ja schon. Kaufen Autolot mit für Strohballen und Heuballen. Zumindest immer die Lage, die
Tiere zu fressen haben. Gibt ja auch schon Futter für Schwalen im Prinzip. Das Futter vor Ort mischen kannst. Der hat auch Autolog, ne? Da kannst du ja den Ball direkt aufladen. Dann ist die Straubmann vom Schub. Nee. Geh mal kurz rein. Tierhaltung. Der. Das ist der Pagon. Der Bigger Mega Moment heißt der. Ne, Marmomonet oder wie heißt er jetzt? Kostet 168.000. Und der fasst 64.000 Liter Mischfutter. Dann kannst du ziemlich schnell das fertig machen, das Futter. Ah, hier haben wir wieder eine Fabrik kaufen. Dings rein. Und dann geht schon. Bei den Mengen, was ich jetzt zuletzt gebraucht habe, ist das ja nicht schlecht. Schöne Heutrocknung und dann kann man schön die Wiese bearbeiten. So, meine zweite Fuhrholz. Ist wild aufgeladen, aber es geht. Ja. Geld unterwegs. Die brauchst du nur Stützräder für die Kippe. Links und rechts. Und die Kippe. So. Also Rundballen ist mal gefährlich bei den Wiesen, einige Ecken hier da, die könnten abhauen. Ob wir jetzt die Kurve rumkommen. Die Karte spielen soll, Corner Belt hier mit 16-fach. Du fährst von eins am anderen Ende eine halbe Stunde, oder? Oh, locker. Das habe ich 54.000 verdient. Ich habe mir noch ein paar Balken zu. Zwei dicke. Die wollen wir verkaufen. Noch mal fast 4.000. Was habe ich jetzt verdient? Eigentlich viel zu wenig. Speichert. So. Kauf. Verkauftes Holz 104.000. Naja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich hab mir gar nichts verdient. Hast du Ausgaben gehabt? Nur Ausgaben, ja. Aber auch nicht viel. Kommt ja der Schuldenberater. Der Peter Zwegert, oder wie heißt der? Ja, genau. Opa hat er gesagt, Kredit ist wie ein fünfter Esser am Tisch. Da hat er wahrscheinlich recht, ja? Da hat er sehr recht. Hat aber auch gesagt, wenn du eine Frau hast, ist die Mark 150 Pfennig wert. Das stimmt auch, ja, das habe ich selber schon nicht gehört. Und dann hat er gesagt, wenn die Kinder noch hinzukommen, dann wird es immer weniger. Hat aber auch so gerechnet, dass er nur eher verdient. Das war aber bei uns Kunden nicht der Fall, da haben die Frauen auch mitgearbeitet.
Da war man nicht so begeistert von der LPG. Er war ja lange Zeit Nachtwächter gewesen bei der LPG. Das hat er gerne gemacht. Für nichts tun Geld bekommen. Die stellen mir ja schön vor. Naja, er kannte die Busengröße von der Dorf aller Frauen ungefähr, ne? Weil du konntest mich nachts schön reinschauen durch die Fenster. Da hat er so ein bisschen so, ohne Absicht kannst du sagen, einsehen können, ne? Da hat er einen Schäferhund gehabt und den ist er immer nachts spazieren gegangen. Hat er auch den Vorteil gehabt, es gab keine Einbrecher, ne? Haben sich überlegt, zweimal. Und bei uns haben sie einmal in der LBG einen Sack Schrote geklaut. So ein weißes Zeug, ne, für Tiere, für dann für Schweine. Und derjenige hat es mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Geschoben. Leider hat der Sack ein Loch gehabt und die Polizei musste nur hinterherfahren. Aber spurlich. Genau. Ja, das gab's auch. Wir hatten ja, hieß VP, Abschnittsbevollmächtiger. Der kannte jeden Dorf. Oder in Umgebung, kann man sagen. Er hatte den Ruf gehabt, überall zu sein. Wie hat der geheißen? ABV. Abschnittsbevollmächtiger. Volkspolizei. Das war auch so eine Respektperson, der hat auch Kraft gehabt. Er hatte eine grüne Schwalbe gehabt als Dienstfahrzeug. Blaulicht braucht er nicht haben, er war eh nicht schnell. Aber wo willst du abhauen, ne? Er kann seine Pappenheime. Wenn hier einer Alkoholiker seine Flippen hier bekommen hatte, weil die Zeit rum war, bekam er mit, also im Prinzip bekam er Post. Dass derjenige wieder einen Führerschein hat, den hat er wieder aufgelauert. War kurz darauf die Klappe wieder weg. Also Alkoholiker sind bei uns keine Autos gefahren. Oder Mopeds vor allen Dingen. Auto haben sie eh nicht gefahren. In der Freizeit. Nur Moped. Zur Arbeit. Ein Auto nur zum Urlaub oder mal auswärts einkaufen. Ne? Für besondere Sachen halt. Klamotten oder so. Aber ansonsten die einfachen Sachen hast du ja alles im Dorf bekommen, ne? Im Dorfladen. Da ja die Preise bei uns immer überall gleich waren, konntest du nur da kaufen, wo du wolltest, ne? War egal. Da gab es nicht so was wie Angebot oder Rabatt oder sowas. Nee. War immer gleich billig. Grundnahrungsmittel waren preiswert. Ja, das ist super, weil dann kannst du mit ruhigem Gewissen eigentlich alles im Dorf einkaufen. Ja. Im wörtlichen Geschäft. Brauchst du nicht herumfahren. So, jetzt brauchst du. Kilometer weit. Da gab es im Dorf einen kleinen Konto. Da kostet alles gekriegt, ne? Also vom Brot bis hin zum Bier, Schnaps, Brot, alles. Was du so täglich brauchst, ne? Waschmittel. Nochmal 56.000. Wieder so ein blöder Balken liegen lassen. Rum. Der klebt in der Luft. Sind ja meistens. Ja. Jetzt sind ja die kleinen Geschäfte meistens schon Spur teurer, ne? Also. Ja, weil die früher haben sie anders gerechnet. Also die haben ja mehr die Aufgabe gesehen, die Bevölkerung zu versorgen. Und da war das der Gewinn dann zweitrangig, ne? Also der Laden musste keinen Gewinn machen in der Beziehung. Also der Staat wollte seine Bevölkerung gut versorgt sehen, ne? Das war eh alles ein Laden, wenn ihr Konsum dabei, ein großes Ding. Und die haben ja im Prinzip
Ganzen verkauft als eins, ne? Ob da nur ein Namen Plus macht oder Minus, das war dem auch egal. Hauptsache die Menschen mussten nicht noch zum Feierabend irgendwie quer vom Feld einfahren und einkaufen müssen. Ne? So, die Balken werden weg, die ersten. Wir haben immer, immer viele. Hast du noch nicht weitergemacht hier, ne? Kein Baum gefällt. So. So, wenn wir gleich mal einen Vieh näher kaufen, die ersten Kühe holen. Oder erstmal Futter holen. Besser, glaube ich, ne? Obwohl, die haben ja, jetzt auch Gras, ne? Die haben ja Gras, ne? Dann können wir auf Futter verzichten. Eine Weile werden schon ohne Futter auskommen, oder? Vor allem da auch so. Ja, da es jetzt Frühling wird, das Gras wächst, werden sie Gras auch als Futter haben. Dann werde ich mal die letzten Bäume verkaufen. Dann fahre ich gleich mal zum Händler und dann wieder Viehtransporter. Den größten, den Rahmen. Mit 60 Tiere oder so. So. Wollen ja nicht so oft fahren, ne? Damit die Tiere vor allem den Wald Scheiße verkaufen können, ne? Dann brauchen wir noch ein Förderband und. Ja. Die Nacht ist bald vorbei und dann würde ich nächsten Tag die ersten 100.000 Scheiße haben. Dann machen wir ein paar, 3-4 Nächte und dann kommt das schon zusammen. Du musst ihn nur Stroh kaufen, wenn du Mist haben willst. Naja, aber du brauchst das nicht unbedingt, oder? Sonst hast du Gülle. Dann hast du Gülle, ja. Oh, mein Timer sagt gerade. So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Tschüss. Tschüss.